Bevorstehendes und letzteres eines insgesamt coolen Kanals, kurz auch Bulai genannt. Gut, an einer Folge von Bulai und ich bin heute um 16 Uhr aufgestanden, jetzt ist 17.29 Uhr, alles klar, I don't know why, aber okay, jetzt erstmal zwei Wochen kein Wecker gestellt, ich bin easy am Verschlafen, aber egal. Es geht wieder um die verschiedensten Themen hier in Bulai, immer gut informiert sein, dann seid ihr hier richtig, wenn ihr das sein wollt. Und die letzte Umfrage der letzten Folge war so, ich habe gefragt, was ihr von Wasserkaraffen haltet, also diesen Teilen hier. Und ihr habt gesagt, also 8 Leute abgestimmt, 6 Leute haben gesagt, das verwende ich schon lange. Eine Person hat gesagt, noch nie gehört, aber cool. Und eine Person hat sich so gesagt, hey, ich werde mir jetzt eine kaufen, also ziemlich nice. Nicht schlecht, ich finde es super, dass ich da euch irgendwie was näher bringen kann oder wie auch immer, auf jeden Fall. Freut mich auf jeden Fall. So, wir gehen zu den Videos der letzten Zeit und der Streams auf jeden Fall. Wir waren jetzt so weit, dass wir das Folge am letzten Sonntag kam, die letzte Bulai-Folge. Dann kam Go Vacation am Montag, wie sollte. Am Dienstag kam die Fanfiction und noch ein TTT-Part. Dann am Mittwoch, das war dann der 21. Da kam kein Video. Will ich gleich nochmal zu sprechen kommen, warum. Dann am 22. kam dann ein besser Stream. Am 23. kam dann noch die Outtakes von der Fanfiction. Und am 24. kam dann eben noch. Genau. Am 24. kam dann noch der zweite Govacation Party Woche. Am Mittwoch kam kein Switch Govacation Outtakes Part, weil ich es nicht geschafft habe, weil ich sehr viel gestreamt habe und weil ich eben nicht mehr so viele Outtakes habe. Das heißt, ich habe momentan für 4 Folgen oder so nur 2 Outtakes Folgen und wenn ich die Outtakes Folgen jetzt rausgehauen hätte, dann hätte ich keine mehr gehabt. Ich habe jetzt die Woche lieber gesagt, ich mache jetzt lieber keine und dafür kommt nächste Woche wieder einer am Mittwoch und das soll dann hinhauen, hoffe ich mal. Gut, dann kann ich euch noch zu den Streams was sagen. Und zwar habe ich ja gestreamt, oft die Woche, eigentlich ziemlich. Und zwar einmal am Dienstag hatte ich den ewig langen Let's Go Pikachu Stream, also Pokémon. Und zwar war das der Shiny Hunt Stream, wo wir einen Shiny Anton fangen wollten. Und der Stream ging 12 Stunden, 37 Minuten, sehr, sehr lange. Von 3:30 nachts bis fast bis um 4. Naja, doch, so 4 fast. Also halt von, also vom Nachmittags bis einfach nachts, alles klar. Und dann muss ich noch in die Uni, also es war schon heftig. Und dadurch, dass er eben so lange war, konnte YouTube nicht verarbeiten und dann habe ich ein paar Mal hochgeladen, also halt einmal als Stream, wie er war, in 11 Stunden 54. Dann einmal als vollständiger Stream, muss ich halt nochmal reuploaden, 12 Stunden 37, das ist der ganze. Und dann noch eben der zweite Teil von dem Stream, die 42 Minuten, die ja noch gefehlt haben. Aber das ist alles gut beschrieben in den Videos, also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das da eigentlich ganz gut rauslesen. Jo, genau, am 24.11., also ja, am Samstag, kam dann auch noch die Folge zu meinem Shiny, das ich gefangen habe, im zweiten Stream da. Und welches ist, spoiler ich mal nicht, habe ich auch nicht im Titel stehen. Es war leider kein Anton, aber es war auch okay. Und dadurch war der Stream auch nicht umsonst, sag ich mal. Es ist ganz cool geworden, das Video. Und auch das mit dem Shiny, genau, das habe ich gerade ganz vergessen, darüber zu reden. Dann am Mittwoch gab es dann ja kein Video, aber dafür ein Baldi's Basics in Education and Learning Stream. Und zwar habe ich 6 Monate vor diesem Stream eben das erste Mal Baldi's Basic gespielt und dachte mir, das muss mal wieder sein, vor allem ist gerade die Version 1.4 rausgekommen, habe ich dir euch gezeigt, habe knapp, also 2 Stunden, 11 Minuten, habe ich mit euch ein bisschen Baldi's Basics gespielt, die ist in Story Mode nochmal geknackt und dann noch einen neuen Rekord aufgestellt in dem Endless, also unendlichen Modus, ich weiß nicht, wie heißt der genau, egal, also wo man halt ganz viele Notebooks sammeln kann, mehr als 7 eben, und das war, hat eigentlich ganz Spaß gemacht. Und ja, am 22.11., also einen Tag später, kam ja dann das Best-of. Und jetzt, also heute glaube ich, wenn Bulai jetzt am Sonntag kommt, dann habe ich am Sonntag auch ein Best-of-Pokémon, Let's Go Pikachu, also vom dritten Stream, Best-of gleich hochgeladen, nur 2 Minuten lang. Aber ich bin Fan von Best-ofs, ehrlich gesagt. Und mit der neuen Taktik, die ich jetzt entwickelt habe, sag ich mal, habe ich es auch nicht so schwer, jetzt so ein Best-of zu schneiden. Weil immer, wenn ich streame, lege ich mein Handy neben mich hin und mache die Stoppuhr an. Und immer, wenn was kurz passiert, klicke ich auf Runde, also dass die Zeit
Zeit gespeichert wird. Und dann kann ich im Nachhinein das Video abfilmen, auf Twitch zum Beispiel, und das dann im Schnittprogramm dann schneiden. Das ist ziemlich cool und klappt ziemlich gut. Die Quali ist zwar ein bisschen blöd, aber das liegt daran, dass durch die mehreren Verarbeitungen im Stream, dass es da natürlich ein bisschen drunter leidet. Aber noch, denke ich, ist es okay. Und euch hat es bisher noch nicht gestört, was mich sehr freut. Gut, das war's dann erstmal von den Videos und den Streams. Ich kann euch Folgendes noch zu den Streams 2018 sagen. Und zwar habe ich vor, dass ich also das Spiel Unforgiving Northern Hymn, also das würde ich sagen, mein Spiel des Jahres 2018, was ich halt am Anfang des Jahres schon gestreamt habe und dann nochmal selber für mich durchgespielt habe und da eben diesen No Death Run hinbekommen habe. Dieses Spiel finde ich echt so geil und mir fehlen noch 3 Achievements. Und diese Achievements möchte ich gerne erreichen. Und zwar wahrscheinlich vielleicht nächste Woche. Mal schauen, ob ich das hinhaue. Aber auf jeden Fall noch 2018 möchte ich dieses Spiel komplett fertig, 100% vollständig haben. Weil ich das auch auf Steam als Spiel des Jahres nominiert habe, weil ich es einfach richtig gut finde. Ein richtiges Überraschungsspiel, was ich halt nicht so viel erwartet hätte, auf einmal ultra geil war. Und deswegen würde ich ja das noch gerne fertig bekommen 2018. Dann noch Pokémon Let's Go Pikachu habe ich vor, noch die Pokéliga dieses Jahr zu schaffen. Wäre ziemlich cool, wenn ich es schaffen würde. Wenn es nicht so wäre, wäre es auch kein Weltuntergang. Aber ich will es versuchen, auf jeden Fall. Bei Mega Man weiß ich noch nicht, ob ich überhaupt noch einen Teil 2018 streame. Aber wenn nicht, dann mache ich 2019 eben Mega Man 9, Mega Man 10 und Mega Man 11 noch. Also die 3 möchte ich auf jeden Fall noch streamen. Wann? Das werden wir dann sehen. Gut, dann, wenn ihr noch gefragt habt, Gubication Streams, weiß ich noch nicht. Vielleicht eher ein Switch Gubication Stream, wenn. Aber ich überlege mir das Ganze noch. Dann, was ich da noch sagen kann, dass, und zwar wurde ich ja im zweiten Stream von Pokémon Let's Go Pikachu, wurde ich ja gehostet von einer Streamerin namens Sayuri. Die hat wirklich sehr viele Follower auf Twitch. Also ich kann mal kurz nochmal genau nachschauen, wie viel sie momentan hat. Aber die hat schon ziemlich viele. Letztes Mal hat sie 44.000 gehabt, jetzt hat sie 45.220 sogar schon, also nicht schlecht. Und die hat mich einfach gehostet, hat mich einfach riesig gefreut. Und nochmal danke geht raus, sie hat sich auch ein paar Mal bedankt. Und wenn ich daran denke, kann ich auch ein paar Videos kurz einspielen von dem, wo ich mich bedankt habe. Und von ihrem Stream, als sie mich gehostet hat und so weiter. Sehr, sehr nett und sehr lieb. So, wir haben 2 Uhr, meine Lieben. Ja, komm. Der hat 0 Viewer, den nehmen wir. Lieben, ich schicke euch zu, ich kann den Namen nicht aus. Er ist gerade auch auf Shiny-Jagd. Das heißt, ihr könnt da jetzt weiter anfeuern. Sagt ihm am besten nicht, wie lange es bei mir jetzt schon dauert und dass es noch nicht geklappt hat. Sagt es ihm nicht. Sagt es ihm einfach nicht, okay? Bin jetzt gerade kurz vorm 4. Orden, würde ich behaupten. Wollte mich nochmal für den lieben Host gestern heute Nacht bedanken. Hab, by the way, noch ein Shiny gefangen. Auf einen schönen Stream. Sucker Freak! Immer gerne. Ich freue mich, dass du dich darüber so gefreut hast. Und ein Shiny? Warum ein Shiny? Hast du mehrere Shiny gefangen, oder? Okay. Will ich das wissen? Werde ich dann traurig? Hab nicht Anton gefangen, sondern ein anderes ist random aufgetaucht. LOL! Wow! Welches denn? Nur ein, aber naja. Ja gut, ohne Witz, ich habe halt nach diesen 8 Stunden oder was das bei mir war, beim Rihorn, habe ich halt auch irgendwann gesagt, ganz ehrlich, selbst wenn jetzt ein scheiß Zubat in Shiny auftauchen würde, wäre mir auch egal. Aber leider kam keins. Kann ja derzeitlich nicht mehr weiterschauen. Viel Spaß euch aber allen. Ja, dann dir noch einen schönen Abend, ne? Soccer Freak. Gerne, gerne, gerne. Und jetzt bin ich theoretisch Affiliate. Könnte ich machen. Aber ehrlich gesagt, habe ich es erstmal nicht vor. Ich habe noch Zeit und noch habe ich nicht vor, auf Twitch umzusteigen und denke ich auch, dass ich es erstmal nicht machen werde. Weil YouTube läuft gut und freut mich auch und deswegen ist es nice. Der Link von Sayuri ist auch in der Beschreibung verlinkt, also schaut auf jeden Fall mit der vorbei und lasst auf jeden Fall ein Follow da. Ich schaue auch in letzter Zeit oft mal rein in ihre Streams. Sie streamt ja täglich, das ist ihre Arbeit quasi. Sie streamt echt jeden Tag und mir gefällt es echt gut und was die Pokémon-Streams von ihr angehen, die sind echt lustig. Gut, dann geht's weiter zu privates Sticker. Und zwar geht's wieder um eine Wasserkaraffe. Beziehungsweise habe ich es jetzt zu einer Teekaraffe gemacht. Ich habe jetzt hier 3 Teebeutel dran gehängt. Also habe ich vorhin getan. Also es ist nicht so, dass sie jetzt ewig da drin gammeln. Man sollte schon jedes Mal neue Teebeutel hernehmen. Aber ich habe 3 Teebeutel drin, heißes Wasser rein. Und dann vermischt sich das so schön. Und das ist echt super. Also sehr geil. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Dann geht's weiter mit Musik. Und zwar habe ich da auch eine Art Empfehlung. Und zwar der gute Finn Fantastic, also ein cooler Dude aus meiner Community, hat wieder mal ein Cover hochgeladen, und zwar Lost in Japan Cover, so heißt das. Und das habe ich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Mir gefällt es ziemlich gut. Ich kenne das Original nicht, aber mir hat es gut gefallen. Und wenn mir das Cover gut gefällt, dann ist ja egal, wie das Original klingt, meiner Meinung nach.
Gut, das war's dann von der Musik und weiter geht's mit den Empfehlungen. Vier Stück an der Zahl. Das erste ist ein Kanal und zwar heißt der Masamune LP. Es ist nämlich lustig, ich habe mal Just for Fun Peggle gesucht, dieses Spiel, dieses Rätselspiel, und da bin ich auf einen Kanal gekommen, der Masamune LP hieß. Beziehungsweise habe ich dieses Video gefunden, weil ich mal was gesucht habe, ein Video von Zombie, und dann habe ich halt durchgeschaut, wer es noch als vorschlagen wird, und da kam eben dieses Video hoch, Peggle, und das ist ein uraltes Video gewesen, und dachte mir, macht er doch Videos, und tatsächlich macht er noch Videos, vor allem jetzt der Bad Daylight, der ist ziemlich gut, also er ist ziemlich weit gelevelt und so weiter, ist 19, kommt aus Bayern, in der von Passau, soweit ich weiß. Und ja, den würde ich vielleicht auch mal anschreiben, so ein bisschen zocken oder so, I don't know. Und ja, ich habe bisher noch nichts geschrieben, ich habe es ja schon abonniert, aber ich finde, ihr solltet euch den auch mal geben und vielleicht in Zukunft, dass sich da vielleicht irgendwas was entwickelt, I don't know, mal schauen. So, das zweite ist eine Videoempfehlung, das Video ist schon 3 Jahre alt, aber es ist trotzdem übelst nice. Und zwar ist es Pac-Man im 3D-Modus. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei YouTube gibt es diese Funktion bei manchen Videos, dass man sich während dem Video einfach drehen kann und einfach rumschauen kann, was ziemlich geil ist. Und das klingt auch am Handy, am PC, überall, wo man eben möchte quasi. Und da gibt es das Video Pac-Man in 360 Grad. Sehr, sehr geiles Video. Man kann eigentlich, läuft das Pac-Man rum und kann sich umschauen, wenn hinter einem Geist und so weiter und so fort, nämlich auch sehr antiquierte Themen. Also schaut es euch gerne an. Ich finde es ultra cool und auch ein ultra cooles Erlebnis ist mal, sich anzuschauen. Dann das dritte ist ein lustiges Video von Creeps Channel, und zwar hat er das Video Ich muss Heuschrecken essen, dank der Verräterschaft hochgeladen. Es ist so ein bisschen eine Geschichte, auch ziemlich lustig, also ja, er muss Heuschrecken essen, weil er beim Glücksrad drehen verloren hat, sag ich mal. Aber schaut euch das ein bisschen selber an, es ist ziemlich cool geworden. Und Nummer 4, die letzte Empfehlung dieser Folge ist wahrscheinlich ein bisschen weird. Und zwar ist das Video I recreated an entire episode of SpongeBob for no reason von G with AC. Und ja, es ist ziemlich weird. Das eigentlich alter YouTuberin G with AC eben hat da SpongeBob nachgestellt, aber nicht an den SpongeBob, sondern mit sich selber. Es ist wirklich ultra crappy gemacht, aber ultra lustig. Ich weiß nicht, warum ich das so sehr feiere. Schaut es euch auch an, wenn ihr Bock habt. Ist auch bei mir oben verlinkt auf jeden Fall. So, das war's auch von der Folge. Ich sage danke fürs Anschauen von dieser Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Bu-Like da. Bis zum nächsten Mal, euer Zickerfreak. Ciao. Dir ist kalt im Kopf und hast noch keine Mütze zu Hause? Dann hol dir doch die Zickerfreak Jersey Beanie Mütze im Shop von die Steckdose und Zickerfreak. Noch gibt's einen 15% Rabatt. Gönnt ihn auf jeden Fall. Und 20 Euro kostet die Mütze. Und es ist eine gute Qualität mit dem ZF-Logo drauf. Gönnt's euch. Würde mich freuen. Und eure kalten Ohren würden sich da bestimmt auch freuen.